Herzlich willkommen auf dem Kanal von Schematze, meine lieben Freunde. Wieder aus dem Berliner Hotelzimmer. Heute habe ich euch einen Wein mitgebracht für den Alltag. Es kann nicht immer Sonntag sein, wir können nicht immer die super leckeren, super teuren Tröpfchen genießen, sondern es muss auch mal was dabei sein, was wir so im Alltag wegschnabulieren können, wo man was Leckeres dazu isst. Und aus jenem Grund habe ich euch diesen Wein heute mitgebracht. Das ist ein spanischer Rotwein, Domendo Joven. Joven bedeutet, das ist ein junger Wein, also einer, der nicht im Holzfass ausgebaut wurde, sondern im Stahltank. Er kommt aus der Gegend Carignana. Carignana darf man jetzt, das ist eine Herkunftsbezeichnung, das ist ein Gebiet im Hinterland von, also sagen wir mal, zwischen Katalonien und Rioja, so ungefähr auf dem halben Weg, also um Saragossa rum. Man darf Carignana als Anbaugebiet nicht verwechseln mit der Traube Carignana in Frankreich, besser bekannt als Carignan, denn dieser Wein besteht zur Hälfte aus Garnacha und zur anderen Hälfte aus Tempranillo, also der typisch spanischen Traube, eine typische Rebzusammensetzung. Hergestellt wurde dieser Wein von einer Genossenschaft, von den Bodegas San Valero, und schauen wir mal, wie er schmeckt. Ipa! Aha, ein Kork drauf, der aus so ähnlich wie eine Spanplatte sozusagen zusammengesetzt worden ist, aus einzelnen Korkteilen. Ich habe einen ganz fürchterlichen Korkenzieher hier. Hoffentlich breche ich mir nicht die Finger dabei. Ah ja, ja, das, so ist das manchmal auf den Hotelzimmern. Ja, das ist eine schwere Geburt. Jetzt seid ihr dabei. Na komm her. Also, ich werde es schaffen. Jawohl. Der Kork ist ziemlich hart, eben so zusammengekleistert ist. Aber alles okay soweit. Interessanterweise steht kein Jahrgang drauf. Es ist also weder hier noch auf dem Kork irgendwo ein Verzeichnis davon, aus welchem Jahr dieser Wein stammt. Ich nehme an, es ist eine Cuvée aus verschiedenen Jahrgängen zu 728 möglicherweise. Aber ich kann nur spekulieren. Eventuell haben sie auch irgendwo eine Nummer hier versteckt. Ich bis jetzt noch nicht entdeckt. Ins Glas mit dem Wein. Aha. Schönes, volles, dunkelrot. Der Rand ist noch relativ jugendlich, also ein bisschen bläulich. In der Nase beerige Aromen, ja. Brombeere, Himbeere, sehr fruchtig, schmackhaft. Schauen wir mal, ob er auch so im Gaumen wirkt. Saftig, reif, vollkommen trocken. Leichte Tannine noch am Ende. Das heißt, es ist wirklich ein junger Wein. Man sollte schon so etwas kräftigere Sachen dazu essen, sagen wir mal eine Rindsroulade oder sowas, damit die Tannine da so ein bisschen eingebunden werden. Man kann aber durchaus jetzt schon trinken. Also ein Wein, wo ich sage, der ist genau richtig für den Alltag, es ist nichts Besonderes. Er ist wirklich nur, ja, wie gesagt, so lecker. Schlechte Bezeichnung immer für einen Wein. Aber unkompliziert, einfach, kein Problem. Das Wichtigste habe ich euch natürlich nicht verraten, das heißt, in der Überschrift steht es ja schon drin. Da fragt Frau Emilie P. aus E. doch an, wie kann ein Wein so billig sein? Dieser Wein hat 1,18 Euro gekostet. 1,18 Euro. Er ist in einer Glasflasche, er ist mit einem Kork verschlossen und auch ansonsten ist alles so, dass ich sagen würde, schmeckt gar nicht mal schlecht. Wie ist sowas möglich? Ja, liebe Emilie, ich muss dir sagen, das ist eine Diskussion, die höchst interessant ist, die ich aber an dieser Stelle mit mir selbst sicherlich nicht führen werde. Es ist was ganz Kontroverses, es gibt gute Gründe und es gibt böse Gründe sozusagen dafür, weshalb ein Preis von 1,18 Euro für diese 0,75 Liter Flasche möglich ist. Und ich würde vorschlagen, dass ich schlage mir selbst vor, ich denke noch mal ein bisschen drüber nach, ich sammle noch ein paar Argumente, ich schaue noch mal ein bisschen, was es so für Vergleiche gibt. Und dann schreibe ich das alles fein bei mir auf dem Blog auf und dann können wir nochmal uns sprechen und können nochmal drüber diskutieren, ob wir das jetzt prinzipiell gut oder prinzipiell schlecht finden, dass so etwas existiert. Dieser Wein ist auf jeden Fall
4 bis 5 Euro wert. Sag ich mal so. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.